Hallo meine lieben Freunde, da bin ich wieder, Ralfing-IP, mit einem, naja, kleinen, oh, das ist Live-Video. Wo bin ich, was mache ich hier, warum bist du alleine, Ralf, fragt euch bestimmt. Gute Frage. Es ist morgens um 10, ich bin auf dem Server Black Color Elite und hier sind nur Zivilisten und kein einziger Cop. Ich zeige euch das mal. Ganz kurz hier auf Team. Ah, wo war es denn, Karte, Spieler hier. Seht ihr, alles Zivilisten. Also die Leute, die sich hier kennen oder wir sehen, Glückwunsch, ihr seid in meinem Video. Der Rest, das bin ich. So, normalerweise darf ich eigentlich keinen Hubschrauber fliegen. Ich bin Rang 3 bei der Polizei. Das bedeutet, ich bin nicht in der Lage, selbstständig zu entscheiden, ob ich denn Hubschrauber fliegen darf oder nicht. Ich hoffe, die Admins sind mir jetzt nicht böse. Aber bei der jetzigen Situation, ja, wo kein Cop auf dem Server ist, da muss ich einfach mal mein Heli rausholen und die ein bisschen erschrecken. Ja, wir machen natürlich mal Heliflug, wieder hier mal die Audiosteuerung wieder leiser. Sonst versteht man mich wieder nicht. Und wir heben ab. Was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Ich bin beim EHQ gelandet. Wir fliegen jetzt erstmal rüber zum Salzmine, zur Salzmine, weil das zum Salzverarbeitung, ich weiß noch nicht, ne, erstmal zur Mine. Und gucken, was da los ist. Einfach aus dem Grund, weil da immer mal was los ist. Ja. Wald aus. Und schauen, dass wir jetzt mal da einfach den Leuten ein bisschen Feuer machen. Und denen zeigen, Achtung, ihr könnt nicht schalten und walten, wie ihr wollt. Die Polizei sieht alles. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht hier, weil alleine als Kopf im Heli bin ich natürlich eine tolle Zielscheibe. Aber ich glaube, es erwartet auch gerade kein Mensch, dass hier ein Cop auf dem Server ist. Also das wird irgendwie, meiner Meinung nach, es wird bestimmt spannend. Es wird bestimmt spannend. Wir können eine Sache noch machen. Ich kann hier mal hier die Sichtweite in der Luft mal ein bisschen erhöhen. Damit es auch vorher, ich mache mal 8000, was soll's, 9000. Dann sehen wir auch ein bisschen besser. Sieht doch alles auch viel schöner aus, oder nicht? Das Blöde ist irgendwie, standardmäßig merkt sich der PC oder der Server nicht, welche Einstellung ich hier gewählt habe. Und ihr seht ja selbst, das scheint ja immer noch hier ruckelfrei zu funktionieren. Hier fliegen wir ein bisschen tiefer über die Straße. Aus dem einfachen Grund, dass wir nicht gleich gesichtet werden. Oh, hier ist ein Strommast. Gefährlich. Beinerlich gesehen, ey. Das sieht man öfters. Im Tiefflug. Eine schöne Kirche. Na okay, jetzt müssen wir ein bisschen von der Straße weg, weil wir wollen zum Salztrader. Zum Salzabbau. Und voll in die Sonne rein, ey. Volle Kanne in die Sonne. Oh, wenn ich zoome, ist die Sonne weg. Seht ihr das? Aktuell sehe ich da vorne irgendwie gerade gar nichts. Ist hier auf der Straße und unter mir auch nichts. Ich glaube, die sind auch alle fett am Koks farmen, ja. Würde mich auch wundern, wenn nicht. Aber, na gut, ich hatte irgendwie den, ja, diesen Gedanken, das könnte ja sein, dass hier jemand legal unterwegs ist oder jemand vielleicht überfallen wird und die Hilfe braucht der Polizei von Kavala hier. Aber nein. Oder doch? Nee, das ist echt kein Mensch, ey. Die sind alle am Koks fahren. Ihr wollt mich doch verarschen. Da ist niemand. Tja, dann würde ich sagen, ab zum Kokainerfeld. Das Blöde ist nur, die haben bestimmt Waffen und ich bin allein. Jetzt versuchen wir das nochmal, einfach mal so zu machen. Hier ein bisschen zu erschrecken, aber nee, hier ist echt niemand, ey. Abdrehen, Ralf. Blöblöblö. Okay, die Richtung müsste stimmen. Zum Dr. Kokain, bitte. Okay, bitte anschnallen, 17 Kilometer, wir fliegen los. Ich schaue mal, dass ich ein bisschen schneller fliege. Was haben wir denn gerade auf der Uhr hier? 220, 230, ja okay, geht doch. Also. Geht doch. Ich hoffe, das Mikrofon habe ich ein bisschen leiser gemacht. Ihr wisst selbst, also ihr habt mir oft in die Kommentare geschrieben, macht mal den Sound leiser, den Sound lauter. Es gibt so viele unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Erstens mal kann derjenige, mit dem ich spreche, sein Mikro selbst sehr leise eingestellt haben. Zweitens kann ich den Sound hier selber regeln. Drittens ist mein Mikrofon auch noch eine eigene Lautstärkequelle, die wieder anders aufgenommen wird. Also ist immer ein bisschen schwierig. Ich versuche es natürlich so gut wie möglich auszugleichen hier, aber verzeiht mir, wenn es nicht immer hinhaut. Müsst ihr ein bisschen genauer hinhören, ja? Jetzt habe ich aber definitiv mein Mikrofon runtergeregelt, den Pegel, also... Wir gucken mal. So, schauen wir ein bisschen das Meer unter uns an. Schön. Schönes Meer. Und fliegen weiter. So, ich habe gerade Gehaltscheck bekommen. Ah ja, ich wurde vor kurzem gefragt, ob denn auch die Polizei Gehaltschecks bekommt. Ja, ihr seht hier unten links. Ich
habe gerade einen Gehaltscheck bekommen von $3000. Der Wert ist natürlich immer unterschiedlich. Also das ist bei jedem Server anders, auch dass die Zivilisten Gehaltschecks bekommen. Ist eigentlich Standard, aber das wie viel ist auch unterschiedlich. Es kann 350 sein, es kann aber auch 10.000 sein. Wie gesagt, das kann der Server-Admin selber einstellen. Ansonsten, was wurde denn noch so alles gefragt? Ja, was für ein PC ich habe. Ich habe einen i7 mit 3600 MHz. Pico i, hi, wollte sagen, tolle Videos, mach weiter so. Jo, danke. Super. Danke, freut mich sehr. Und dann habe ich noch eine ATI Radeon 7950 von Asus. 16 GB RAM, Windows 7, 64-Bit, eine SSD zum Booten und wo auch die ganzen Spiele installiert sind, damit es alles flott geht. Was habe ich vergessen? Ein Gigabyte Mainboard, wobei ich jetzt die Spezifikation nicht ganz genau kenne, aber hauptsächlich die Grafikkarte 7950 Radeon und also ATI oder AMD und der CPU, der i7, sind so glaube ich die Kernelemente, das Wichtigste, was ihr eigentlich wissen wollt. Hier auf dem Weg dahin brauche ich euch auf der Straße nicht lange suchen, weil ich glaube keine Sau ist hier unterwegs gerade. So, ich habe auch noch genug zu trinken und zu essen und Sprit habe ich auch noch. Komm, geh mal ein bisschen Gas, Hummingbird hier. Du lahme Sau, ey. Ich hätte gern einen Düsenjet. Einfach mal dahinter. Gut, darüber kann man aber nicht stehen bleiben. Dann rasten wir einfach drüber. Ich könnte vielleicht ein paar Raketen dann abfeuern, aber das ist natürlich auch nicht der Sinn und Zweck der Geschichte hier. So, heute Abend gibt es übrigens noch einen Livestream. Ab 18 Uhr wieder auf Twitch. Könnt ihr mich bitte mir folgen? Und zwar Ralfinger TV heiße ich auf Twitch. Und Link gibt es auch in der Beschreibung hier unter dem Video. Folgt mir bitte. Seid heute Abend live mit dabei. Das ist immer eine richtig geile Sause. So, da geht es immer richtig ab, wenn ich das streame. Mache ich zusammen mit der Mentor LP. Und falls ihr es verpasst habt, ihr könnt das Ganze auf Twitch angucken unter den Highlights oder eben die Last Broadcasts. Sollte wieder ein paar Stunden gehen, sollte wieder sau witzig werden. Bin ich mal gespannt, wie viele Leute da heute Abend auftauchen. So, ein bisschen hier tiefer über die Stadt. Diese Optik hier, ey, wirklich zu genial, ey. Einfach zu genial. Fällt mir richtig gut. Ja, ihr habt gesehen, seit gestern habe ich ein neues Projekt gestartet, auch mit der Mentor-EP, und zwar Wasteland. Hat uns einen Riesenspaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr auch zu diesem Video, also das Video, was jetzt hier vorher rausgekommen ist, also nicht die Livestream-Ankündigung, sondern das Let's Play, mir Kommentare da lasst. Schaut euch mal bitte an, was ihr davon haltet. Ich würde es gerne mit euch das Live zusammenlaufen lassen. Und umso mehr Feedback, umso besser. Und wir haben so einen kleinen Wettbewerb, der Mentor und ich, wer mehr Likes bekommt auf sein erstes Video. Also das darf er jetzt nicht wissen, ja. Ich hoffe, er schaut das Video nicht. Liked mal bitte mein Video Wasteland nach oben. Weil da haben wir so eine kleine Wette am Laufen. Und wer die Wette verliert, der muss irgendwas machen. Und ich möchte nicht verlieren und deswegen wäre es saugeil. Und er führt gerade übrigens mit Likes, ja. Also das wäre saucool. Geht auf das Video Wasteland, liked es. Und schreibt in die Kommentare irgendwie nichts Auffälliges. Im Sinne von, ja, nicht, dass man gleich rausfindet, dass wir eine Wette am Laufen haben. So, ich bin jetzt hier beim Kokainfeld und keine Sau ist da. Ernsthaft? Da ist echt kein Mensch. Ich bin die ganze Zeit hierher geflogen, um zu sehen, dass hier kein Mensch ist. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ja gut, dann weiter geht's, ne? Wo ist der Drogenhändler? Der Kumpel ist doch hier oben irgendwo. Ich meine, zu dem kann man aber nicht fliegen, wenn es ihn überhaupt noch gibt. Kokainverarbeitung. Ab geht die Post. Ansonsten, immer mal schön zu sehen, wie viele Leute sich für dieses Spiel interessieren, das sich kaufen möchten. Die ganzen Fragen, die ihr stellt bezüglich, ist mein PC gut, warum stürzt mein Spiel ab, warum geht was bei mir nicht und wie mache ich dies und das. Ganz ehrlich Leute, sorry, aber keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht der Tech-Support von Arma 3, genauso wenig PC-Fachmann für alle PCs, die es da draußen gibt, die Arma spielen wollen. Wenn ihr eine Antwort bekommt, dann vielleicht von der Community unter meinem Video, von anderen Mitspielern, die das Video auch angucken und die eine Ahnung davon haben, aber erwartet bitte nicht, dass ich euch so eine Frage beantworten kann. Das ist einfach nicht möglich. Ansonsten, alle anderen Kommentare oder Fragen bezüglich
wie spiele ich das Spiel, wie geht das, wie macht man das. Ich habe einen Haufen Tutorials rausgebracht, ja. Das ist auf meinem Hauptkanal, wenn ihr drauf seid, eine Playlist. Und da sollte eigentlich so ziemlich alles erklärt werden, ja. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist Lockpicken, wobei es total einfach ist. Lockpick kaufen, Z-Menü vors Auto setzen und Use drücken. Das ist wie die Spitzhacke beim Kupferabbau. Also, wer das noch nicht geschnallt hat, okay. Und bitte schreibt mir. Ihr könnt immer wieder Fragen unter dem Video stellen. Ist gar kein Thema. Ich antworte auch wirklich meistens. Also so, ich immer. Nur, wenn sich die Fragen so zum 30. Mal wiederholen, fragt man sich schon auch, ey. Seid ihr echt zu faul, das bei Google einzugeben oder so? Weil, ja, das seid ihr dann auch ganz sicher. Weil, wenn ihr bei Google die Frage eingibt, kommt ihr direkt zu meinem Video. Ja. Also, warum fragt ihr dann unter dem Let's Play von mir diese Frage und schaut nicht das Video? Also, wie gesagt, Google ist euer bester Freund. Im Sinne von Suchergebnissen. Ansonsten ist Google ein ziemlicher Scheißladen, ja. Ist leider so. So, und die Folge ist ja mehr so eine Let's Talk-Folge, weil ich sehe, habe ich hier irgendwo ein bisschen Action? Sehe ich da irgendwas? Nee, davon ist auch nichts. Willst du mich verarschen? Ey? Wo sind die denn alle? Was machen die denn? Haben wir hier nur so nette Zivilisten, da wo keiner im Koks fahren ist, oder wie? Ist doch nicht euer Ernst, ey. Ich sehe echt niemanden. Ja, leck mir am Arsch. Tja. Verschissen, Ralf, würde ich sagen, ne? Da hast du mal ordentlich reingeschissen hier mit deinem Plan. Also wirklich, ist kein Mensch da. Was ist denn das, ey? Das ist ja echt außergewöhnlich. So, ab nach Kavala. Da, wenn da keiner ist, würde ich echt hier aktuell nur solche so nette Zivilisten hier haben, die ihrer Arbeit nachgehen und ich einmal komplett im Kreis fliege, warum auch immer. Wo ist denn mein Waypoint hin? Ist der jetzt gerade verschwunden oder was? Oh ne, ich habe ihn noch gesetzt hier. Dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. So, halt. Drehen wir uns wieder weiter rechts rum. Da. Alles klar. Sehr komisch. Oder die haben sich einfach gut versteckt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Vielleicht seht ihr hier unten irgendwo auf der Straße, wenn ihr rumfahren und schreibt es mir in die Kommentare. Ey, Ralf, pass auf. Oh, guck mal, davon ist ein Gegner. Deswegen habe ich die nicht gesehen. Aus diesem Grund habe ich die nicht gesehen, weil die einfach wahrscheinlich mit dem Heli fahren. Bin gespannt, wie ich das machen soll. Der ist wahrscheinlich auch noch schneller als ich, der scheiß Heli. Guck mal, wie der fliegt, ey. Und der hat auf jeden Fall nicht vor anzuhalten. Ich bin beim scheiß Hummingbird hier. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich habe nicht mehr Sprit als der, ich weiß nicht. Ich fliege ihm auf jeden Fall mal ein Stück hinterher. Schau, was der so macht. Oh, der bremst. Was zur Hölle machst du? Kupferverarbeitung? Im Ernst? Da fliegt zur Kupferverarbeitung? Wirklich? Im Heli? Das wäre ja Hammer, ey. Da muss ich mal kurz runter. Das muss ich mir mal angucken hier. Das wäre ja der Hammer. Der geht wirklich zur Kupferverarbeitung im Heli, ey. Ich meine, okay, das ist vielleicht sicherer als alles andere gerade. Ich bin aber echt überrascht, ey. Ich muss mal kurz mit den Leuten reden. Also jetzt bin ich baff. Jetzt bin ich wirklich baff. Er landet bei der Kupferverarbeitung. Mal ein Stück vor. Sorry, meine Nase läuft gerade ein bisschen. Das ist wieder die Zeit, wo die tollen Pollen fliegen. Also nicht die Polen, ja. Wenn die Polen fliegen würden, dann wäre hier die Hölle los. Aber ich meine die Pollen. So. Das gucken wir uns jetzt mal an hier, was der Kollege davor hat. Wow, nicht abstürzen rein. Langsam landen. Motor aus. Aussteigen. So, bin immer gespannt, was die sagen. Die sind halt wirklich gelandet. Schönen guten Tag. Bitte mal kurz aussteigen.
Was macht mein Heli dahin? Sag mal, was hat mein Heli da gerade gemacht? Steht er da oder was ist da los? Schönen guten Tag. Hallo. Dürfte ich Sie fragen, was Sie mit Ihrem schönen großen zivilen Hubschrauber tun? Wir müssen gerade was entladen. Wie bitte einen Augenblick, ich muss mal ganz kurz den Sound lauter machen, sonst verstehe ich Sie nicht. Jedes Mal diese scheiß Helikopterkacke hier, ey. So. Nochmal. So, bitte entschuldigen Sie nochmal. Ich hatte gerade ein bisschen Dreck im Ohr. Warte. Können Sie sich wiederholen, bitte? Wiederholen. Ja, und zwar, wir haben einen neuen Mitarbeiter bei uns und damit das jetzt ein bisschen schneller geht, die Einweisung, fliegen wir das halt das erste Mal Kupferarbeiten mit dem Heli. Regroup. Okay, das klingt natürlich sehr interessant. Meine Frage wäre, was für ein Unternehmen führen Sie denn, wenn Sie sagen neue Mitarbeiter? Ich kenne Sie leider noch nicht. Ah, wir machen unterschiedliche Jobs, unter anderem Kupfer, Salz und so, solche Dinge. Okay, sehr interessant. Und haben Sie denn aktuell irgendwelche Probleme mit Rebellen oder Überfällen oder wie sieht es dabei aus? Momentan nicht, aber in den letzten Tagen ist es schon mal häufiger dazu gekommen. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich mal für Ihre Auskunft. Ich wünsche noch gutes Gelingen mit Ihrem Unternehmen und auch mit dem neuen Mitarbeiter, weil die neuen, man weiß ja nie, der einmal, was weiß ich, ist er wieder krank und dann kommt er nicht und dann hat er irgendwie Schmerzen im Bauch und naja, Sie kennen das ja sicher. Schönen guten Tag, Fabi. Ja. Dann wünsche ich aber noch viel Erfolg mit Ihrem Unternehmen und passen Sie auf sich auf. Falls es irgendwas gibt, schreiben Sie mir bitte. Ich versuche Ihnen natürlich gerne zu helfen. Ansonsten noch viel Erfolg und auf Wiedersehen. Okay, ja, danke, gleichfalls. Wiedersehen. Danke. Okay. Ja, das war aber geil. Also, habe ich hier zwei Jungunternehmer getroffen, die gerade dem einen da gezeigt haben, wie es funktioniert. Ist mein Heli eigentlich gerade hier abgekackt, sagen wir, oder bin ich einfach hier wirklich auf der Schrägen gelandet? Ne, ich bin hier wirklich gelandet. Ansonsten würde ich sagen, auch ein sehr geiler ziviler Heli. Damit verabschiede ich mich für heute. Freue mich heute Abend mit euch den Livestream zu machen. Und würde sagen... Achso, der hat jetzt wirklich nur das Kupfer da gefarmt. Ja, wirklich, der hat wirklich nur... Vielleicht haben sie mich auch nur verarscht, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Vielleicht haben sie mich auch nur verarscht. Ja, aber jetzt gucken wir uns nochmal zum Abschied hier an, wie der Heli abhebt, weil das ist echt ein Monster. Der hat sich wahrscheinlich gerade die Kupferlizenz geholt. Und da fliegt er, ne? Alles klar. Mit diesem schönen Abflug des Helis und mit dem Lensflare der Sonne verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.